Genghis Khan. Der Mongole gilt als einer der mächtigsten Anführer, die jemals gelebt haben. Innerhalb weniger Jahre vereint er ein zerstrittenes Nomadenvolk und legt den Grundstein für das größte zusammenhängende Weltreich der Geschichte. Was sind die Geheimnisse seines Erfolges? Temüjin, der spätere Chinggis Khan, wird um das Jahr 1162 als Sohn eines mongolischen Stammesfürsten geboren. Er wächst in einer Zeit auf, in der sich die einzelnen Nomadenstämme ständig bekämpfen. In der Steppe gilt einzig das Recht des Stärkeren. Man merkte, dass Rivalitäten in dieser Stammesgesellschaft immer an der Tagesordnung gewesen sind und dass das die Kindheit und Jugend von Temüjin massiv geprägt hat. Als Temüjin 9 Jahre alt ist, wird sein Vater ermordet. Er selbst, seine Geschwister und seine Mutter werden vom Stamm verstoßen. Das gesamte Wissen über Chinggis Khans Herkunft und Leben stammt aus der ersten literarischen Quelle der Mongolei. Die geheime Geschichte der Mongolen, verfasst kurz nach seinem Tod von einem seiner Nachkommen. Nachdem sie verstoßen werden, lebt Temüjin mit seiner Familie in Armut. Trotzdem erzieht die Mutter ihre Söhne zu Anführern. Als die Brüder miteinander streiten, bringt sie ihnen eine wichtige Lektion bei. Sie gibt jedem ihrer Söhne einen Pfeil und fordert sie auf, diesen zu zerbrechen. Die Jungen schaffen die Aufgabe ohne Mühe. Dann reicht ihnen die Mutter 5 zusammengebundene Pfeile. Dieses Bündel widersteht der Kraft Temüjins. Die Botschaft ist klar: Alleine seid ihr schwach. Nur wenn ihr zusammenhaltet, habt ihr eine Chance auf Macht und Erfolg. Diese Lektion beeinflusst Temüjins zukünftiges Handeln maßgeblich. Einige Jahre später wird eine weitere Erfahrung seine Entwicklung zum erfolgreichen Anführer entscheidend bestimmen. Als etwa 16-Jähriger wird er von den verfeindeten Tataren gefangen genommen. Und die erste Episode, die wir von ihm wissen, ist, dass er eigentlich als ein Einzelgänger versucht, aus dieser Gefangenschaft zu entkommen und dabei sicherlich eine ganze Menge gelernt hat. Techniken, wie man es schafft, auch Personen für sich zu gewinnen, die einem helfen, dass man da rauskommt. Temüjin gelingt die Flucht. Doch die Gefangenschaft hat ihn geprägt. Er will nie wieder in der Position des Schwächeren sein, sondern selbst zum Anführer werden. Er wusste natürlich, dass er Verbündete braucht und dass er selber auch noch nicht genug darstellte, um selber ein großer Herr zu sein. Diente sich also bei mächtigeren Personen an. Zunächst kämpft Temüjin also als Söldner für einen anderen Stammesfürsten. Doch dabei ist er so erfolgreich, dass sich ihm immer mehr Krieger anschließen. Durch eine Reihe von Kriegszügen und eine kluge Bündnispolitik macht sich Temüjin einen Clan nach dem anderen untertan. Im Jahr 1190, mit 28 Jahren, vereint er die mongolischen Stämme. Das hat vor ihm noch niemand geschafft. Für ihre Loyalität und ihren unbedingten Gehorsam verspricht Temüjin den Männern reiche Beute. Wer ihm gefährlich werden könnte, wird vernichtet. Deswegen hat Temüjin immer sofort, wenn er gesehen hat, dass irgendwer zum Konkurrenten werden konnte und nicht sich als loyal erwiesen hat, dann auch zu drastischen Mitteln gegriffen, um diese Person auszuschalten und am besten auch noch gleich die Leute, die um sie herum waren. Wie wichtig Temüjin unbedingte Loyalität ist, zeigt diese Geschichte. Als sich Chamucha, ein ehemaliger Verbündeter, gegen ihn wendet, wird er von seinen eigenen Gefolgsleuten ausgeliefert. Doch Temüjins Urteil fällt anders aus als erwartet. Statt Chamucha zu bestrafen, lässt er dessen Gefolgsleute hinrichten. Für Temüjin ist mangelnde Loyalität das größte Verbrechen.
Im Jahr 1206 wird der inzwischen 44-jährige Temüjin zum Großkhan aller Mongolen ernannt. Sein Titel? Chinggis Khan, ozeangleicher Herrscher. Durch diesen Beschluss entsteht ein neuer Staat mit Chinggis Khan als alleinigem Gesetzgeber. Grundlage seiner Macht? Ein zentral geführtes, vom Herrscher abhängiges Heer. Chinggis Khan verkündet die allgemeine Wehrpflicht. Mit der Überreichung von Pferdehaaren schwören seine Heerführer Gefolgschaft. Ein Haar von jedem Pferd eines jeden Soldaten. Während früher allein die Zugehörigkeit zum Stammesadel darüber entschied, wer militärische Anführer werden konnte, ist es jetzt Chinggis Khan, der die Heerführer ernennt. Und zwar einzig aufgrund ihrer militärischen Leistungen. Auf Ungehorsam oder Feigheit vor dem Feind steht die Todesstrafe. Doch wer sich bewährt, wird belohnt. Das ganze System war ja darauf aufgebaut, dass man andere benachbarte Gegenden unterworfen hat. Und dabei hat man Kriegsbeute gemacht. Und diese Kriegsbeute wurde verteilt. Er hat sich große Mühe gegeben, für alle, die bei ihm mitgemacht haben, dieses Mitmachen attraktiv zu machen. Dieses System ermöglicht es dem Khan auch, frühere Gegner in die eigenen Truppen aufzunehmen. Und das wiederum lässt die Armee schnell wachsen. Ein Kreislauf beginnt. Ich denke, dass die Kriegsmaschinerie, als die erstmal angelaufen war, nicht mehr richtig zu stoppen war, weil es ja dieses System von Belohnungen gegeben hat. Wenn man einen Feldzug durchführt, dann kann man diejenigen, die mitgemacht haben, mit Kriegsbeute belohnen. Und man kann neue Leute in die Armee integrieren. Die wollen aber auch wieder Belohnungen haben. Und das heißt, man nimmt sich das nächste größere Ziel vor und schaut, ob es da auch funktioniert. Chinggis Khan fühlt sich getragen von einer himmlischen Mission. Er selbst sieht sich als Weltenherrscher und ruft als erstes die Eroberung Chinas aus. Trotz der chinesischen Übermacht unterwirft der Khan das Volk der Tanguten und die Jin-Dynastie. Mit welchen Mitteln gelingt ihm das? Chinggis Khans wichtigstes militärisches Kapital: Pferde. Die Nomadenkrieger sind sehr gute Reiter. Das macht sie im Kampf wendig, schnell und damit unberechenbar. Jeder Krieger besitzt mindestens 5 Pferde und kann daher auf langen Strecken oder im Kampf immer wieder auf ein frisches Tier wechseln. Ein kriegsentscheidender Vorteil. Dass er immer genug Pferde zur Verfügung hat, verdankt der Khan auch einem äußeren Umstand. Das Klima verändert sich. Ab dem 11. Jahrhundert beobachten Paläoklimatologen, dass es plötzlich eine erstaunlich schnell sich ausbreitende Warmzeit gegeben hat, die in der Steppe dazu geführt hat, dass es sehr schnell sehr viel wärmer geworden ist. Und zufällig trifft das genau mit der Zeit zusammen, in der Chinggis Khan seine Macht festigt. Denn durch das wärmere und wahrscheinlich auch feuchtere Klima wächst das Gras besonders gut. Die Herden gedeihen. Die Nomadenkrieger des Chinggis Khan legen bei ihren Eroberungszügen weite Strecken zurück. Dabei ernähren sie sich vor allem von Stutenmilch und einem getrockneten Fleischpulver, das sie am Sattel mitführen und nur mit Wasser aufkochen müssen. Auch das macht sie flexibel, denn die Instant-Suppe spart viel Platz und kann die Ernährung der Reiter für Monate sicherstellen. Die wichtigste Waffe der Mongolen ist der Kompositbogen. Eine Schusswaffe mit besonders großer Durchschlagskraft und Reichweite. Die Mongolen beherrschen diese Bögen meisterhaft. Selbst auf vollem Galopp treffen sie ein Ziel in 300 Metern Entfernung. Auch das taktische Geschick der Mongolen ist gefürchtet. Eines ihrer klassischen Manöver ist der Pfeilregen. Außerhalb der Reichweite der gegnerischen Waffen schießen die Krieger so viele Pfeile ab, dass es einer Naturgewalt gleichkommt. Auch wenn nicht jeder Pfeil sein Ziel trifft, sie richten viel Schaden an und schwächen die Moral der Gegner. Eine weitere berüchtigte Taktik: Die Mongolen kesseln ihre Gegner ein, öffnen dann aber eine Lücke in ihrem Belagerungsring. Sobald die feindlichen Soldaten durch diese Lücke fliehen, werden sie angegriffen.
von weiteren Truppen des Khans, die bereits im Hinterhalt lauern. Gefangene werden nicht gemacht, dafür sind die Mongolen berüchtigt. Alle feindlichen Krieger werden verfolgt und getötet. Chinggis Khans Erfolge auf dem Schlachtfeld vergrößern nicht nur sein Reich, sie sorgen auch für die technologische Überlegenheit seiner Armee. Durch die Eroberung benachbarter Territorien kommt neue Technologie in das Heer hinein. Das heißt, man hat jetzt plötzlich Kanonen und man hat alle möglichen Kriegsmaschinen, die es früher in der Steppe natürlich nicht gegeben hat und die man dann braucht, um größere Städte auch belagern zu können. So gelingt es Chinggis Khan auch, schwer befestigte Städte einzunehmen, wie zum Beispiel Peking. Im Laufe ihrer Eroberungen entwickeln die Mongolen immer brutalere Strategien. Man hört auch davon, dass die Mongolen begonnen haben, bei der Einnahme von Städten Pestkranke bzw. deren Leichen mit Katapulten in die Städte hineinzuschleudern und dafür zu sorgen, dass sich diese Krankheiten dort verbreiten. Das schwächt die Gegner nicht nur physisch. Auch für ihre Moral ist dieses Vorgehen verheerend. Chinggis Khan nutzt Mittel der psychologischen Kriegsführung ganz gezielt. Er will den Gegner in Angst und Schrecken versetzen. Die mongolischen Krieger sind bald überall berüchtigt für ihre Grausamkeit und brutale Effizienz. Das Geheimnis ihres Erfolgs? Eine Kombination aus moderner Kriegstechnologie, taktischem Geschick und Terror. So wird aus den Nomadenkriegern unter Chinggis Khans Führung eine perfekt organisierte, scheinbar unaufhaltsame Armee. Auf dem Höhepunkt seiner Macht herrscht Chinggis Khan über ein mehr als 13 Millionen Quadratkilometer großes Gebiet. Es erstreckt sich von Nordchina über Zentralasien bis zum Iran. Das riesige Reich stellt den Khan vor neue Herausforderungen. Chinggis Khan ist nicht nur ein brutaler Eroberer, sondern auch ein weitsichtiger Reformer. Er weiß, um sein riesiges Reich halten zu können, muss er es auch verwalten. Am Fluss Orchon, der Lebensader der Region, gründet Chinggis Khan deshalb 1220 die Stadt Karakorum. Sie wird Machtzentrum und Verwaltungssitz des mongolischen Weltreichs. Der Khan gibt die erste mongolische Schrift in Auftrag und erlässt für seinen Staat die Yasa, ein Grundgesetz, das aus einer Reihe von Geboten und Vorschriften besteht. Sie sollen das Zusammenleben im Reich regeln. Das ist einer der großen zivilisatorischen Fortschritte, den man Chinggis Khan zusprechen muss, dass man das dann festschreibt. So dass also jeder gleich behandelt wurde und jeder wissen konnte, man wird jetzt ab jetzt gleich behandelt. Wer die Gesetze der Yasa missachtet, muss mit strengen Strafen rechnen. Einfache Vergehen werden durch das Tragen des Schandkragens gebüßt. Wer Ehebruch begeht oder das Grundwasser verschmutzt, wird hingerichtet. Chinggis Khan fördert den Handel und erhebt Steuern. Er interessiert sich weder für die Religionszugehörigkeit noch die ethnische Herkunft seiner Untergebenen. Ihm ist nur wichtig, dass sie ihren Teil zum wirtschaftlichen und militärischen Erfolg des Reiches beitragen. 1227 stirbt Chinggis Khan mit 65 Jahren. Die Ursache seines Todes ist bis heute unklar. Es gibt sehr viele unterschiedliche Geschichten, was ihm so zugestoßen sein kann. Eine davon ist die, dass die Frau des Tanguten-Herrschers, die er zu sich genommen hatte, ihn umgebracht hat, und zwar beim Liebesakt. Und dass er sich davon nicht erholt hat. Das ist aber bloß eine Geschichte, die von manchen Historikern erzählt wird. Andere sagen eben, er sei vom Pferd gefallen oder er habe einfach ein schlimmes Fieber gehabt. Auch den Ort seiner letzten Ruhestätte kennt niemand. Einer Legende nach ebnen 1000 Reiter sein Grab in der Steppe ein, bevor sie selbst hingerichtet werden. So soll die Totenruhe des Khan für alle Zeiten gesichert werden.
Chinggis Khan hat nicht seinen ältesten, sondern seinen mittleren Sohn zur Nachfolge bestimmt. Und Ögedei setzt die Expansion des Reiches seines Vaters fort. 30 Jahre nach dem Tod Chinggis Khans reicht das mongolische Imperium vom Pazifik fast bis zur Ostsee und umspannt 23 Millionen Quadratkilometer. Es ist das größte zusammenhängende Weltreich der Geschichte. Wenn ein Herrscher über ein Großreich sowas geschafft hätte, dann hätte einen das sich nicht so verwundert. Der dehnt sich halt einfach aus. Das kann man sich noch vorstellen. Aber dass jemand aus ganz kleinen Verhältnissen dann plötzlich eben eigentlich die ganze Welt beherrscht, das ist das, was die Begeisterung ausmacht, auch heute noch. 1259 beginnt das mongolische Reich wieder zu zerfallen. Trotzdem geht Chinggis Khan als einer der größten Anführer in die Geschichte ein. Er erschuf aus verfeindeten Nomadenstämmen ein Staatswesen, das ebenso gefürchtet wie tolerant war und prägte damit die Zukunft Eurasiens. Was verbindet ihr mit Chinggis Khan? Schreibt es gerne in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da.